Menschen für Menschen, das ist das Motto der Sendung heute. Ob für sich selber, für andere oder für die eigene Familie. Heute Menschenletz bei Glanz und Gloria. Guten Abend. Ich sage es ja nicht gern, aber die Wintersaison ist vorbei. Und auch die Saison der aktiven Skirennfahrer ist in den letzten Zügen. In St. Moritz haben sich jetzt ehemalige Skistars beim All-Star Day getroffen. Und die haben die Zeit, die sie in ihrem Rücktritt plötzlich haben, intensiv genutzt. Ja, dort ist unsere Bühne auch gerade ein bisschen teuer. Ums Geld muss ich Madonna sicher keine Sorgen machen, eher um ihr angeschlagenes Image. Die 57-jährige Pop-Ikone hat es geschafft, ihre Fans schon wieder zu verärgern. Rebelliert hat in England beim St. Patrick's Day niemand. Im Gegenteil, der Prinz William ist munter bei der Parade mitgeschritten und hat Glücksklee dabei gehabt. Nur Kate hat geschwänzt. Wieso, lesen Sie auf unserer Webseite. Sehr rebellisch zeigt sich dafür die Yangtze Braun. Die schweizerisch-tibetische Filmemacherin ist für ihr politisches Engagement bekannt. Auch ihr neuestes Werk geht unter die Haut. Und ist darum beim Filmfestival Fribourg mit einem Friedenspreis ausgezeichnet worden. Vor der Kamera überzeugt zurzeit Anina Wald. Sie ist nominiert für einen Schweizer Filmpreis und hat sehr gute Chancen. Die 19-Jährige ist nämlich gerade zweimal nominiert. Jetzt heisst es abwarten und Kaffee trinken. Ja, morgen Abend ist es soweit. Dann werden im Zürcher Schiffbau die Quarz vergeben. Wir senden live am roten Teppich vom Schweizer Filmpreis. Mit meiner Kollegin Nicole Berchtold sind Sie dabei am 20.07. Machen Sie es gut.